daneben getroffen. Die Autoschrotflinte ist schon ein Traum. Ja, hier, nee, ich brauche Kühlung. Kühlung müssen anbleiben. Die Milch, die geht ja eh nicht so schnell hinüber. Aber nicht, dass die ganzen Kadaver hier schlecht werden. Wäre doof. Im Mais passiert ja eh nichts. Wächst so langsam. Der wächst so langsam. Ja, hätten wir geothermale Energie, wäre uns jetzt hier nichts passiert. Strommangel. Muss langsam wieder gehen, weil die Solaranlage wieder losmacht. Hier, die Kühlung. Jungs, die Kühlung. Nicht den ganzen anderen Kack, den Kinder braucht. Die Kühlung. Zumindest eine davon. Hallo, hallo. Kühlung. Nein, die Kühlung. Ah, okay. Eine geht wieder, zwei, alle gehen wieder. Sehr schön. Noch so warm hier drin. Jetzt ist es wieder 0 Grad. Tiefgekühlt, sehr gut. Okay. Puh. Ach, die Windturbinen haben jetzt auch wieder was zu tun. Sehr schön. Der hier ist auch gleich wieder auf voller Leistung. Kriegen wir jetzt schon wieder Energie rein? Ja, 8 von 1000. Wieder ein schönes, wieder so ein Bauteil weg. 33 noch. Der hatte keine, ne? Ne, der hatte keine. Ja, das ist halt so ein Problem. Ich könnte natürlich mit Hera losmarschieren. Und mit Hera und zwei Elefanten. Oder eben Elefanten. Hier oben handeln gehen. Allerdings ist dann unsere Köchin so lange nicht da. Der Ersatzkoch wäre Antilope, ne? Muss ich kurz mal ganz kurz gucken. Ja, Antilope. Mit einer 5. Eine 5 immerhin schon. Sobald sie eine 6 ist, kann sie die leckeren Mahlzeiten kochen. Wie weit bist du denn davon eigentlich weg? Eine ganze Weile leider. Leider eine ganze Weile. Ich weiß auch nicht, was... Oh, wir könnten Agave ernten. Hier. Das könnte man ernten. Dann haben wir noch ein bisschen was, bevor uns der Mais ausgeht. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, warte mal. Da gab es doch ein großes Tool für. Befehle. Ernten. Nee, das da nicht. Das kann noch wachsen. Alles okay. Hier, da. Ernten. Ernten, ernten, ernten. Den ganzen Schiss ernten. Und dann werden unsere... Hunde das hoffentlich holen. Damit wir da wieder was haben. Hier wird noch gebaut. Was macht Pyro eigentlich die ganze Zeit? Ich habe das Gefühl, hier passiert nichts. Laut Stahlfalle. Ja. Do it. Wieso schnell aufgebaut, die Stahlfalle? Im Vergleich zur Steinfalle. Lass die da jetzt stehen. Jetzt haben wir sie immer aufgebaut. Ich hatte die Frage, ob du die jetzt Asche aus Stein baust. Weil dann hast du wenigstens erstmal welche. Dann später aus Stahl, also quasi aufwerten. Verschwendest halt ein paar Ressourcen dabei. So, die Drogenherstellung ist gleich fertig. Ja, fertig. Okay. Dann Medizinherstellung. Forschen. Dankeschön. Macht sie wieder Kunst. Wo könnte denn das Kunstwerk hin, wenn das fertig ist? Am besten wäre eigentlich hier, ne? Hier so irgendwo. Dass die Leute, die hier arbeiten, das gut finden, das schön finden. Ich denke, das wäre am sinnvollsten. Hier direkt in der Bude. Der Strauß, der lebt auch gefährlich. Aber ich habe noch ein ganzes Kühlhaus voller Muffalos. Von daher, kein Bedarf. Wie viel Heu haben wir denn gekriegt? 1100, okay, das ist gar nicht so schlecht.
Da kommt ja noch ein bisschen was. Aber was ist mit Reis? Ne? Und was ist mit Beeren und so? Jungs, wir brauchen einfach mehr Zeug. Geht so nicht mehr weiter. Na gut, aber sie ist gleich wieder fertig mit Kochen. Kann sie ja mal ein bisschen schlachten lassen. Dann kriegt, wer war schon hier? Antilope kriegt dann wieder ein bisschen Erfahrung. Das würde natürlich helfen. Dann könnte ich Hera vielleicht mal losschicken. Auf eine Handelstour. Ja, haben wir überhaupt was zu handeln, was sich lohnt? Nicht so richtig, ne? Nee, nicht so richtig. Könnte natürlich ein paar Teufelsgarn Staubmäntel bauen. Und die verkaufen. Die bringen dann ordentlich Geld. Ich weiß es noch nicht. Aber im Moment fehlt ja Antilope noch ein bisschen Erfahrung, damit sie leckere Mahlzeiten kochen kann. Dann hätte Hera die Zeit, um mal auf eine Wanderschaft zu gehen. Ich hoffe bloß, dass er es überlebt. Aber wenn sie beide Elefanten mitnimmt und beide Elefanten Release gelernt haben. Ja, Leine lösen. Ah, Gehorsam hat er schon. Sehr schön. Dann müsste das eigentlich gehen. 20 hat er gegessen. Oh, da ist er voll. Ihm geht's gut. Was macht er? Was kann er eigentlich? Er ist ein guter Nahkämpfer, er ist hart arbeitend und Optimist. Bergbau, Tiere, Handwerk, geistige Arbeit. Das ist okay. Man könnte ihn also rekrutieren. Wie alt bist du? 38, naja. Gastfreundschaft ist ein Traum. Genug Befreunde zum Rekrutieren. 1 von 2. Fraktionswohlwollen. Beziehungsschaden bei Rekrutierung. Nee, wir verbessern noch ein bisschen unsere Beziehung. Ja, das gibt leider nicht viel Erfahrung. Das Auseinanderleben von den Tieren. Aber sie hat ja ein paar Türchen hier. So ist es ja nicht. Ich weiß gar nicht, ob sich das dann lohnt, hier die ganzen Kleinviecher zu töten. Weil ich weiß nicht, ob das pro geschlachteten Tier ist oder von der erhaltenen Menge. Das ist ja mir nicht ganz klar. Na, 100 Erfahrung ungefähr. Hier, die Fackel kann echt weg, ne? Ja, da kann auch so ein Lämpchen hin. Ja. Aufgabe beendet, stelle Sturmgewehr her. Ja, da kann hier auch so ein Lämpchen rein. Sehen wir ein bisschen mehr. Ah, sie legt es leider hin. Meisterlich. Schade. Wobei, ist auch okay. Hat auch 100% auf Mittel, was wichtig ist. Die mittlere Entfernung ist ja das Entscheidende. Das Ding hat, glaube ich, 32 Reichweite, oder? Ne, 31 bloß. Und mittlere Entfernung ist, glaube ich, 30. Von daher. Oder ist das richtig? Ja. Mittel ist 30 wahrscheinlich. Das ist trotzdem 100% Trefferchance quasi auf alle Reichweiten. Das ist gut genug, würde ich sagen. So, wie viel Stahl noch? 600. Wie viele Bauteile? 33. Wir müssen uns erstmal wieder. Nora, was isst du denn hier draußen und unten? Was hast du hier überhaupt gemacht? Ich weiß es nicht. Na, Antilope, wie sieht's aus? Kochen? Ja komm, wir jagen jetzt mal hier diese kleinen Kackdinger. Die kleinen Kackdinger sind jetzt dran. Einfach nur, damit Antilope ein bisschen was zum Schlachten hat. Gorilla. Ah, mit Kanonen auf Spatzen schießen, ne? Mit Kanonen auf Spatzen schießen. Das ist es.
Ja, die Ratte ist auch relativ nah dran. Mit den Ratten. Sehe ich noch irgendwas? Nee, ich denke, das ist es. Die können sie sich erstmal holen. Die können dann mit gemacht werden. Die geben ja nicht viel Fleisch. Von daher hat eine, kann Antilope da ein ganz paar von schlachten. Ohne dass es Kühler sofort voll ist. So, ich denke, das reicht hier. Die Muffalos können wir verbieten. Die anderen Viecher kann sie gerne. Nora. 24% Trefferchance. Ich und Donovan abschießen, sonst ist das fällig, ne? Ja. Treffer! 19% Trefferchance. Komm, streng dich an. 24. Ja! Haha, zerfetzt. Den Kopf! Kopf weggeschossen. Schön. Guter Treffer. Okay, Gorilla. Gorilla ist ein besserer Jäger. Aber der schießt dann nicht von so weit weg. So, jetzt können wir hier mal ganz kurz gucken. Charakter. Kochen. Wie viel Erfahrung gibt diese Ratte? Genauso 100. Ja, dann mach doch die ganzen Ratten. Davon kannst du 50.000 Stück machen. Haben wir hier in unserer Bude noch welche rumrennen? Nee, ich sehe jetzt keine. Guck jetzt gerade nochmal, ob hier Tierchen rumrennen, kleine. Wird es natürlich finster, ne? Dann siehst du sie wieder alle, ne? Da oben ist noch Schieber, die sind markiert. Hier ist noch eine Ratte. Ratte ist fällig. Hier ist noch ein Eichhorn. Ja, hier. Können auch weg. Gut. Da habt ihr erstmal zu tun. Das könnt ihr machen. Daneben. Getroffen. Die Autoschrotflinte. Ist schon ein Traum. Finde ich gut. Jagen. Ja, ja, ja. Die arme Ratte. Ja, mit dem Sniper-Gewehr auf die Entfernung. Trotzdem bloß 36% Schuss. Weil Schütze doch bloß doch nicht so hoch ist. 74. Ah, Fernkampf ist bloß 9. Naja, trotzdem okay. Pyro ist da schon weiter, ne? Oh, 14. Ja, deutlich weiter. Nora muss dann noch ein bisschen üben. Ist halt bloß die Frage, wo sie übt dann, ne? Am besten ist es an Piraten. Aber so viele haben wir davon nicht. Oder Stammesmitglieder, die sich wieder vor dem Angriff vorbereiten. Die gehen auch immer ganz gut. Na, wie ist es? Kochen? Fast halb. Fast Hälfte. Ich will sie auf 6 kriegen. Das ist dann schon ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung. Dass ich noch eine Köchin hab. Kochen. Ah, das Ding hier. Komm, mach das weg. Das ist ja komplett. Da schießt wieder was. Ah, hier, Gorilla. Ein Gorilla ist echt gut mit dem. Mit der automatischen Schrotflinte. Hut ab. Er macht kurzen Prozess mit allem. Das finde ich echt gut. Ach, denn der Hund hier. Nischt. Dann auch noch nichts Sinnvolles. Der andere Hund müsste doch jetzt auch fertig sein. Jawohl. Auch unbegrenzt. Sehr schön. Kann jetzt auch tragen. Super, haben wir 4 Hunde. Ja, das reicht uns eigentlich auch. Also weitere Hunde, die wir jetzt kriegen. Durch Zucht. Die werden wir einfach verkaufen. Ja, die beiden hier, Nachfrage und Pounds, die sind auch ein Pärchen. Die können also dann auch züchten. Perfekt. Die Elefanten, wie sieht's denn da aus? Männlich und weiblich. Habt ihr, könnt ihr vielleicht? Das wäre toll, ne? Ein paar. Weil die zu zähmen, das dauert so ewig. So ein paar Kriegselefanten zu haben, wäre schon cool.
Vor allen Dingen, wenn die sich hier irgendwo wieder reinbomben, die Gegner. Kannst du einfach die Elefanten drauf schicken. Das finde ich gut. Da bin ich voll dafür. Er hat noch gar keine Bergbau gemacht. Eigentlich ist das Antilopes Job, aber ach so, weil Kochen ist höhere Priorität, deswegen. Ja, du bist fasziniert, das ist ein Traum. Atlas Kurzbogenpfeil, Divot out of the ground. Okay, toll. Adler des Scharfschein Kurzbogen. Es müsste nochmal ordentlich übersetzt werden. Dieses Denglisch ist echt. Puh. Ach, hier, da wurde er hier. Oder geschossen haben. Also, wenn das richtig Englisch wäre oder richtig Deutsch, dann könnte man das wahrscheinlich besser lesen. Aber dieses Denglisch. Ich hab's genau gehört. Was? Lang, als hättest du getroffen. Ah, das kann nicht sein, weil das Tier lebt noch. Hier, Kampf. Präzisionsgewehr, Mist. Oh, nee, shoot a rat. Ein Schuss in den Körper. Ließ Ratte verenden, aha. Noras Präzisionsgewehrkugel. Shattered Rats Körper mit Kunstfertigkeit, aha, verrückt. Alles, was man nie erwartet. Red threw itself into the ground. Nors Präzisionsgewehrkugel fly high into the air. Aimed and fired at Red. Ist interessant. Es ist schade, dass es so Englisch ist. Das macht es schwierig, es zu lesen. Aber es ist an sich ganz cool. Kampf. Gorilla shoot at Eichhörnchen with sein Autoschrotflinte. Ja, das ist. Ah. Englisch. Eichhörnchens vorderes linkes Bein und Körper war obliterated by Gorillas. Grand. Was auch immer. Mann. Eichhörnchen starb. Ja, das kann ich lesen. Das geht. Gorilla misst Eichhörnchen. Das geht hoch. Wie hieß denn Eichhörnchen auf Englisch? Ich weiß es gar nicht. Squirrel. Squirrel heißt das auf Englisch. Ja. Weiß ich doch. Hier ist eine Silberader. Können wir uns eigentlich auch mal gönnen. Ja, abbauen. Silber. Silber fetzt. So, Antilope. Wie sieht's aus? Du bist dabei. Kochen. Ah, da brauchst du noch ein ganz paar Tierchen, bis du Wochen 6 hast. Kannst du noch irgendwas anderes machen? Ich könnte hier nochmal einfache Mahlzeit hier unter 6, bis du X hast, zu 10 hast. Genau, mach das mal. Achso, und nur Fleisch bitte. Hier, nix vegetarisch, Fleisch und Tierprodukte darfst du nehmen. Weil davon haben wir jede Menge. Also davon haben wir tatsächlich so viel, das ist der Wahnsinn. Ja, wie viel Erfahrung gibt denn das eigentlich? Achso, kannst du auch auf den Boden schmeißen, ne? Kannst du jetzt nicht hier so rumtragen. Boden legen, dankeschön. Ja, da hinten hingeworfen. Raum. Zeige mal, wie viel Erfahrung gibt denn das? Vielleicht kommst du damit auf genug. 3258 haben wir momentan, also 258. Und jetzt haben wir. Ja, 80 mehr. Und nicht so viel. Da muss ich ein ganz paar von kochen. Na ja, gut, soll sie mal machen. 10 Stück wären dann 800 Erfahrung. Müsste sie 30 machen oder so. Am liebsten wäre mir, wenn sie. Sag schon, Überlebenspaket kochen würde. Aber ich wette, das hat noch einen höheren Skill. Bedarf.
Und geforscht ist es unannehmbar, davon abgesehen. Wann geht denn das eigentlich? Ach hier, hinten. Nur Nährstoffpaste erforschen und dann geht Überlebensrationen. Steht da dabei, was das braucht? Überlebensrationen. Lerne, wie man Nahrungsmittel konserviert und luftig verpackt, um zu verhindern, dass sie schlecht werden. Sehr gut für Reisen geeignet. Ja. Das ist wohl wahr. Deswegen werden wir davon auch ein paar... Also das auch wird demnächst forschen. Ich wette, das kann sie nicht kochen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Skill von 10 oder so dann braucht. Hera kann die machen, ne? Ja, kochen 15, die macht alles. Ah, das ist alles kein Problem. Hat sie keine Lust mehr. Schnauze voll. Ja, keiner ist hier im Aufenthaltsraum. So doof. Heute ist so wieder meine Nase so halb zu. Das ist echt... Ah. Ich wette, wenn ich dann nachher wieder reinhöre, denke ich, oh nee. Junge, du klingst wieder so schrecklich. Ich kann es leider nicht ändern. Das wird dann erst im Frühling besser. Nase ist halt doof. Die ärgern mich die ganze Zeit. So, wollen wir noch ein bisschen was jagen? Also hier so ein Rädchen vielleicht, ja. Haben wir davon noch ein paar? Nee. Ein einziges nur da hinten. Ja, das andere Zeug ist so weit weg. Nee, bloß die eine Ratte noch jagen. Dann soll sie halt... Ja, sie hat nichts mehr zum Schlachten, ne? Der hat auch schon mehr als genug gemacht. Wie weit bist du? Kochen? 4000, das sind noch 20. 20 mal... Naja, eigentlich mehr als 20 leider. Jetzt und jetzt und jetzt und jetzt. Ah, Mann. Ich brauche noch mehr. Ich brauche einfach mehr. Hey, wer ist mein Reis? Mal Reis. Hui, weg da. Hier. Strauß, stirb. Ich mein Mais essen. Reis. Den brauche ich. Wir haben nämlich nichts mehr. Ah, die Agave haben sie geerntet und den komischen Bärenbusch. Das haben sie scheinbar auch schon verkocht. Noch drei leckere Mahlzeiten können wir. Dann, gut, dann haben wir noch die. Ah, hier ist was bald fertig, sehr gut. Aber wir haben dann noch die einfachen Mahlzeiten. Wenn die leckeren weg sind. Wäre eigentlich ohne schlecht, weil dann kann Antilope nochmal üben. Baut komprimierten Stahl ab, ja, jetzt ist es soweit, dass er nichts mehr zu tun hat. Macht Chamber eigentlich. Aha, okay. Stellt Kalksteinblöcke her. Jo. Das hier ist auch fertig. Also es sind überall noch keine Betten drin, ne? Wollen wir da schon welche machen? 450 Holz ist halt nicht so viel. Was brauchen wir in so einem Bett? 35, naja gut. Ja, dann mache ich schon mal die Betten rein. Macht ja nichts. Hier, das kann weg, das kann weg. Machen wir auch richtige Betten schon rein. Ich denke, das reicht vom Holz her. So, fertig. Ist gar nicht, wie weit sind die Bäume? Oh, die müssen noch. Die müssen noch. Wobei hier oben sieht es ganz gut aus. 92%. Naja, gut. Bisschen noch. Adler, wann ist denn dein Aufenthalt hier mal fertig? Vor allen Dingen, was kannst du? Nix kannst du. Perfekt. Was ist das hier? Outdoors-Antilope, okay. Das ist natürlich ein Problem. Handwerk 10. Gorilla. Wie ist denn dein Handwerk so? Trotzdem schon. Schön. Schon echt weit gekommen, ey. Darfst du hier noch dran arbeiten? Bis 15. Ja, mach weiter bis 18 oder so. Eigentlich bis 19 sogar.
Ja, machen wir mal bis 19, bis 19. Die Aufgabe hier würde ich einfach nochmal kopieren. Kann man das einfach? Nee, ne. Hier, Levers sind gar nicht erlaubt. Warte mal. Warum ist hier kein... Man muss bloß aufpassen, dass sie nichts Wichtiges wegmachen. Leder erlauben, aber kein Frombo-Fell auf jeden Fall. Sonst ist noch irgendwas. Elefantenhaut wäre auch ein bisschen doof, weil die ist auch relativ gut. Wenn sie alles verwenden. Egal. Okay. So, Aufgabe hinzufügen. Nochmal Staubmantel. Nee, Staubmantel für immer. Ja, bis ist richtig für immer. Ja, alles löschen. Leder ist erlaubt bis auf Frambo. Frambo. Ja, kein Frambo. Bleeded Wool. Boiled Leather. Bonded Leather. Richtig. Buffalo Wolle, ja, von mir aus. Patchwork Leather kannst du auch nehmen. Stoff nicht, den brauchen wir für anderen Unsinn. Und okay. Jetzt können da zwei dran arbeiten. Nicht gleichzeitig, aber halt versetzt. Gorilla könnte jetzt zum Beispiel, wenn ja, Antilope gerade eh nicht will. Und Chamber kann ja machen, was sie will, eigentlich mehr oder weniger. Die hat ja schon Level 20 erreicht. Aber echt wieder ruhig hier. Alles wieder ganz ruhig. Dum, dum, dum. Dichter. Hier ist unser Wert so abgesunken. Ich weiß gar nicht warum. Hochzeit. Cool. Unsere Hochzeit ist gar nicht mit drauf. Oder sind wir gar nicht verheiratet? Hallo, seid ihr verheiratet? Ja? Ehefrau, doch, ihr seid verheiratet. Also, ihr müsst doch irgendwann geheiratet haben, aber scheinbar ist es nicht drauf. Schade. Vielleicht war das in der alten Version. Das ist, glaube ich, in der alten Version noch passiert und da war. Hat er das vielleicht noch nicht gelockt? 1000 Heu noch, okay, sehr gut. So langsam. Das wächst so langsam. Aber der Reis ist gleich fertig. Na, musst du dir was zu essen? Direkt leckere Mahlzeit, ach. Das finde ich in Ordnung. Wenn die tragen, können die eigentlich immer mit, die Leute, die hier zu Besuch kommen. Ja, trag all den Schiss. Sind neue Viecher gekommen. Kleine Rattenviecher. Jetzt los. Sie sind absolut begeistert von eurer Gastfreundschaft. Resultat 100. Sie werden in ein paar Tagen wiederkommen. Adler hat seinen Aufenthalt gut absolut genossen. Er hinterließ Kräutermedizin mal 18, die ich ihn selber verkauft habe. Ja, wunderbar. Traumhaft. Schön. Was haben wir denn da an Fraktions... Ich glaube 20 oder so. Vielleicht auch 15. Ich glaube 15 haben sie gesagt. Stand oben. Ja, hier sagt noch mal tschüss. Genau. Magst du ihn? Wo ist er denn? Adler. Ah, hier, Adler. Nee, magst du nicht. Laudern plus 3. Er mag dich eher. Warum mag er dich eigentlich so sehr? Wurde verachtet. Plaudern hat mich beeindruckt. Aha, okay. Hart arbeiten wegen faul. Adler etwa faul? Wo ist er denn? Nee. Hera ist faul, echt?